Wir müssen heute übers Fremdgehen reden. Ich weiß, da zucken jetzt einige zusammen. Ist ein heikles Thema, aber es ist positives Fremdgehen, denn wir reden über Autos, die bei den Motoren fremdgehen. Also sich die Motoren von fremden Herstellern holen. Wie hier zum Beispiel beim Donkerboard sitzt ja ein Audi 5-Zylinder drin. Und ihr wisst ja ganz genau, ich rede richtig gerne über Motoren und deswegen aus vollem Herzen, das wird gut. Audi RS2. Definitiv absolutes Kultauto, aber hier steht überhaupt kein Audi. Da steht ein Porsche, hinter mir steht eine Harley Davidson. Was haben die denn mit einem Audi RS2 zu tun? Also grundsätzlich sind wir hier in der Klassik-Remise in Düsseldorf, quasi Hometown of Dream Cars. Da steht fast alles, was man sich an Traumautos auch in der Vergangenheit wünschen kann. Aber ein Audi RS2 steht hier leider nicht. Aber Porsche und Harley Davidson haben schon eine Verbindung zum RS2. Und die dröseln wir jetzt nach und nach mal auf. Wann kam der RS2 auf den Markt? 1994. Damals mit 315 PS. Der stärkste Serien-Audi, sogar noch stärker als damals der Sportquattro. Der hat hier in Anführungsstrichen nur 306 PS. Was die beiden eint, ist der 5-Zylinder-Reihenmotor, Turbo aufgeladen. Okay, bei Audi gab es ja schon einen 5-Zylinder-Turbo mit 230 PS im Audi S2 Avant. Und dann hat Audi sicherlich einfach dem Motor mehr Leistung verpasst. Nein, die sind zu ihren Kollegen nach Zuffenhausen, zu Porsche Engineering und haben gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Könnt ihr den Motor für uns ein bisschen aufpimpen? Und dann haben damals die Jungs bei Porsche erstmal geschluckt. Ja, der damalige Projektleiter, der angesprochen wurde, der Michael Hölscher, der hat erstmal gesagt, puh, das wird schwierig, das ist nicht einfach. Und heutzutage lachen wir drüber. Ein 5-Zylinder-Turbomotor mit über 300 PS, das ist heutzutage kein Problem mehr. Damals, Anfang der 90er, war das schon eine Aufgabe. So, und was hat Porsche gemacht mit dem Motor? Im Prinzip klassisches Tuning. Man hat vor allem erstmal, und das ist ja das Entscheidende, wenn ich mehr Leistung aus einem Benzinmotor rausholen will, mehr Luft in den Zylinder hineingebracht. Und die erste Maßnahme ist da meistens immer Turbolader. Okay, da könnte man jetzt einfach mehr Ladedruck rausholen, aber da sind Grenzen gesetzt, denn ich kann einen Turbolader, einen gegebenen Turbolader von einer bestimmten Größe nicht einfach noch mehr Ladedruck rauspressen lassen, weil da muss er noch mehr drehen und irgendwann kann er das nicht mehr. Also hat man sich für einen neuen Turbolader entschieden, KKK, und der wurde damit 1,4 bar maximal belastet. Reicht das schon? Nein, aus dem Motor kommt natürlich jetzt auch noch mehr Leistung raus und damit auch mehr Abwärme. Und die Abwärme ist nicht gut, denn wenn die Luft, die Ansaugluft zu warm ist, dann kann sie nicht genug Sauerstoff aufnehmen. Und da musste man was tun, also wurde die Ladeluftkühlung verbessert. Reicht das schon? Nein. Dann gibt es noch etwas bei einem Motor, das ganz wichtig ist und auch bei dem Motor Menschen sehr wichtig ist. Das ist das Ein- und Ausatmen. Wenn wir das nicht richtig können, dann sind wir nicht richtig leistungsfähig. Und genau da wurde auch wieder dran gegangen. Das heißt, man hat die Ansaugluft, die Führung verbessert, sodass noch besser Luft in den Turbo hineinkommt. Weil ich kann es ja extrem einfach mal denken, ich mache die Ansaugluft für den Turbo zu und da kann ich noch so viel mit dem Turbo drehen, da wird keine Luft rauskommen. Aber das reicht auch noch nicht. Ich muss ja auch vernünftig ausatmen können. Ja, wenn ich also die Hand vor dem Mund halte und will ausatmen, kann ich auch nicht richtig Leistung bringen. Und deswegen wurde auch noch der Abgastrakt angepasst, sodass der weniger Abgasgegendruck bringt. Das heißt, das Abgas kann freier hinten rausblasen. Und alles das hat dazu geführt, dass der Motor eben am Schluss 315 PS geleistet hat. Gut, das war damals schon in den Dimensionen eines BMW M3. War er damit schon auf Augenhöhe mit einem M3, laut Automotor und Sport nicht. Die haben ihn damals getestet gegen einen M3 und da hat er den Test verloren, was seinem Kultstatus keinen Abbruch tut. Aber natürlich war es schwer, gegen so einen arrivierten Gegner wie den M3 anzutreten als Limousine. Und der RS2, wir dürfen es nicht vergessen, war ja ein Avant. Da hatte er keine Chance, aber trotzdem ist es halt wirklich ein richtig kultiger Wagen, ein richtig kultiges Auto. Und eine kleine interessante Geschichte noch dazu. Der hat ja ein unglaublich auffälliges Blau. Nogaro-Blau nennt sich das. Nogaro ist ein kleiner Ort in den Pyrenäen. Und wie kommt jetzt irgendein kleines Kaff in den Pyrenäen zu der Ehre, der Namensgeber für eine Farbe beim Audi RS2 zu sein? Naja, Frank Biela ist damals mit dem Audi 80 Quattro in der französischen Tourenwagenmeisterschaft mitgefahren und hat unter anderem in Nogaro einen Lauf gewonnen. Und jetzt ist es nicht so, dass Audi sagt, deshalb haben wir die Farbe so genannt. Aber diese Ereignisse 1993,
gewinnt Frank Pieler da einen Lauf. 1994 nennt man die Farbe so. Nicht so weit auseinanderliegen. Okay, aber jetzt haben wir eine Geschichte trotzdem noch nicht geklärt. Da steht noch eine Harley-Davidson. Was hat denn die Harley-Davidson jetzt mit Audi und Porsche zu tun? Naja, Porsche Engineering, das es schon sehr, sehr lange gibt, nicht nur für Audi Entwicklungen gemacht, Fremdentwicklungen, sondern für viele, viele anderen Hersteller. Ich muss einfach mal dran denken, hier, Käfer, wer hat es erfunden? Porsche, genau. Und so gab es auch noch viele, viele andere Hersteller, für die Porsche gearbeitet hat. Zum Beispiel Kia Sorento wurde Fahrwerk gemacht. Oder Seat Ibiza wurde der kleine Motor gemacht, damals. Oder aber nehmen wir ganz kultig Mercedes W124 E500, der mit einem breiten Backen. Gott, hätte ich den gerne in der Garage stehen. Auch den hat Porsche Engineering damals gemacht. Und eben nicht nur den, sondern wir gehen hier mal rüber zur Harley-Davidson. Da ist ein V2-Motor drin. Ja, hier sieht man schön, zwei Zylinder und hier die V-Form. Und wer hat für Harley-Davidson mal einen V2-Motor entwickelt? Porsche. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Audi 5-Zylinder, nämlich wie in der Anmoderation versprochen, den 5-Zylinder hier im Donkerwart. Und da ist erstmal gleich die große Frage, wie kommt denn ein holländischer Kleinserienhersteller von wirklich exotischen Sportwagen dazu, Audi-Motoren zu haben? Da müssen wir ein bisschen in die Historie gehen. Früher waren da Ford Cosworth-Motoren drin. Großartige Motoren, definitiv. Und dann hat ein früherer Audi-Chef, Josef Pefken, gesagt, Mensch, was ihr da bei Donkerwart macht, das ist nicht schlecht, das finden wir gut, da kooperieren wir. Kooperieren heißt, wir liefern Motoren und auch ein bisschen Know-how. Und dann kam erstmal ein Audi 4-Zylinder rein und dann eben dieser Audi 5-Zylinder, der Kultmotor schlechthin. Und darüber müssen wir uns jetzt mal genau unterhalten, da gibt es nämlich ein paar sehr interessante Dinge. Wir müssen uns erstmal ein bisschen über die Leistung dieses Motors unterhalten. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu erzählen. Der Motor hat 5-Zylinder Turbo mit richtig Saft, ja, eine gewisse Leistungsevolution, 360, 380, 400 PS im aktuellen Audi TTRS. Und dieser Motor hier im Donkerwart hat offiziell 421 PS. Aber lange Zeit durfte Donkerwart gar nicht sagen, dass der über 381 PS hat. Audi hat gesagt, nein, wir möchten nicht, dass er sagt, dass er noch mehr hat. Also haben sie dann geschrieben 381 PS plus, weil sie wussten, er hat mehr Leistung, sie durften es nicht sagen, damit er eben nicht mehr Leistung hat als die Motoren von Audi. Hat er aber. Und woran liegt's? Na, an einigen konstruktiven Details. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Zum einen, wer genau hinschaut, sieht's auch, das ist kein Alublock hier beim Motor, sondern das ist ein Graugussblock. Das heißt, der ist auch noch mal stabiler. Der hat auch eine andere Geräuschentwicklung, weil Grauguss noch mal etwas besser die Geräusche dämmt als jetzt ein Alublock. Meistens verändert es den Klang sogar ein bisschen ins Positive hinein. Und dann ist das ein speziell selektierter Motor. Also Audi holt dann wirklich Motoren aus der Entwicklung raus, die besonders gut sind, die besonders viel Leistung entwickeln. Die Motoren haben ja immer so eine gewisse Streuung. Das kann schon ein paar PS sein. Das kann auch bei einem Audi TTRS sein, dass der eine TTRS vielleicht 398 PS hat und der andere, wenn man ihn echt auf dem Prüfstand misst, vielleicht 415 PS. Also eine gewisse Streuung gibt es da. Und da darf Donkerwart sich eben besonders starke Motoren aussuchen. Ja, klingt ein bisschen unfair, aber auf der anderen Seite, die Autos sind ja auch richtig teuer. Ja, da reden wir über ein paar hunderttausend Euro. Und deswegen ist es ja auch ganz schön, dass dann besonders selektierter Motor drin ist. Und bevor ich jetzt noch ein bisschen was zu den Details erkläre, 421 PS, das ganze Modell hier, ja, dieser Flunder, wiegt unter 700 Kilo, kommt ein bisschen drauf an, was im Tank drin ist. Und damit geht er locker deutlich unter 3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ich werde noch gleich eine Runde mit dem Auto drehen, wobei hier in der Stadt kann man nicht so schnell fahren, aber es ist schon brutal, wie der abgeht. Okay, aber wieder zurück zum Motor. Das heißt, es ist ein selektierter Motor, das ist schon mal schön, das ist ein Graugussblock, das ist auch schön. An der prinzipiellen Aufladung wurde im Vergleich zu Audi nichts gemacht. Was man schon gemacht hat, ist, man fasst die Motronic an. Ja, man optimiert die eben für diesen Einsatzzweck, weil der Motor muss ja schon unter anderen Bedingungen laufen. Das Auto ist leichter, er sieht einen anderen Abgastrakt, komme ich aber auch gleich noch dazu. Da muss man schon ein bisschen was anpassen. Die Ansaugung wiederum, die ist nicht von Audi, sondern die macht Donkerwart selbst, also diesen Teil hier. Und da kann man ja auch noch so ein bisschen was rausholen. Da kann man ja auch noch so ein bisschen die Luftführung, das Atmen des Motors verbessern. Und dann ist natürlich allen Audi-Kennern eines vor allem aufgefallen. Der Motor sitzt längs
im TTRS oder RS3 oder allen anderen Modellen, wo eben dieser Motor drin ist, sitzt er bei Audi quer. Und das ist konstruktiv gar nicht mal so einfach. Man hat den Motor, der quer drin sitzt, mit seinem Doppelkupplungsgetriebe, das ist alles angepasst. Und jetzt muss man das alles auf Längseinbau anpassen. Ja, auch mit einem anderen Getriebe. Das ist nicht einfach. Das kostet auch schon ein paar Euro, das Ganze umzusetzen. Okay, also, es ist eine Menge gemacht worden. Und wir können auch nochmal zum Auspufftrakt gehen. Ich habe bei einem 5-Zylinder-Video mal erklärt, dass beim Audi ich einen doppelflutigen Ausgang habe. Grundsätzlich wäre es ja auch okay, wenn es einflutig ist. Die gehen hier aber doppelflutig raus, gehen dann hier nochmal in den weiteren Teil des Abgastrakts, um dann hinten wieder zweiflutig rauszugehen. Bei dem Modell gehen die noch hinten zweiflutig raus. Bei dem etwas neueren Modell, gibt davon auch schon Nachfolger, kommt es hier raus. Und dann gibt es noch einen entscheidenden Unterschied. Das Modell hier ist noch ohne Otto-Partikelfilter. Das ist ein 2018er Modell. Die anderen müssen mit einem Otto-Partikelfilter leben. Hat ja auch klare Gründe. Emissionen, Otto-Motoren, speziell Direkteinspritzer, wie es jetzt der Audi 5-Zylinder ist, haben einen gewissen Partikeleintrag. Und deswegen ist es ja auch sinnvoll, einen Otto-Partikelfilter reinzumachen. Nur auf der anderen Seite sitzt er eben wie ein Schalldämpfer im Auspufftrakt und da dämpft eben die Geräusche. Das heißt, so wie der klingt, klingen die neuen Donkerboards nicht mehr unbedingt. Aber wie gesagt, man muss da immer unterscheiden zwischen schönem Klang und eben Emissionen. Okay, gut. Das Auto selbst ist beeindruckend. Das Einzige, was ich bei den Autos immer so ein bisschen kritisch finde, ist, dass man im Verkehr leicht übersehen wird, weil man so knapp über der Straße hängt. Er hat ja auch auf der Rennstrecke schon wunderbar funktioniert. Also Michael Düchting ist ja in Donkerwartz schon unglaubliche Zeiten auf der Nordschleife gefahren, weil er eben so leicht ist, weil er so einen tiefen Schwerpunkt hat. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss das Ding ein paar Meter fahren. Ich kann den nicht einfach so stehen lassen. Ich muss auch mal ein bisschen zuhören, wie der rein 5-Zylinder von Audi Donkerwart klingt. Das Auto ist leicht, aber was man nicht vergessen darf, der hat keine Servolenkung. Ja, unnütz irgendwie. Und deswegen muss man ein bisschen mehr Lenkkraft aufbringen. Das sind jetzt kalte Reifen und man hat ja theoretisch richtig viel Dampf. Wow, da geht er sofort hinten quer. Ich betone bei 40 km/h. Ja? Also hier sind 50 erlaubt, bei 40 km/h, du gehst aufs Gas, geht da hinten quer. Wo man sich auch noch dran gewöhnen muss, ist gerade verzahnt, das Getriebe hier, also quasi wie ein Renngetriebe, aber trotzdem muss man grundsätzlich eigentlich kein Zwischengas geben. Er hat eine automatische Zwischengasfunktion und der klingt halt wirklich richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja, wir können ja nicht so wahnsinnig schnell fahren, aber das ist... Ach, das ist gut. Es gibt einfach Momente, da ist Autofahren so ganz, ganz pur und klar. Und du weißt auch, wenn du hier was falsch machst, dann geht auch richtig was schief, dann machst du auch richtig was kaputt und das ist richtig teuer. Und das ist auch gut so. Das ist, so muss Autofahren auch mal sein. Oh. Da fühlt sich schon, wenn du wirklich hier einfach nur 50 fährst, fühlt er sich schon schnell an und das ist echt cool. Sehr, sehr schön. Die ganzen Kräfte, die man aufbringen muss, also Pedalkräfte, Lenkkräfte, alles, das ist, da bist du noch ein bisschen gefordert als Autofahrer. Das mag ich. Hat ein bisschen eigenartig ist das Gefühl. Man sitzt so tief, ja, man hat das Gefühl, das übersieht einen jeder, so als würde man im Liegefahrrad fahren. Aber auf der anderen Seite hat man dadurch natürlich auch einen mega niedrigen Schwerpunkt. Und ja, ist einfach cool. Ist wirklich, wenn man das Geld hat und sich einfach nur ein Spaßautomobil leisten will. Ziemlich geil. Hier hört doch erstmal an der Sound, wie der anspricht. Das ist einfach, boah, das ist echt. Ah, ist einfach schön. Aber wie gesagt, kalte Reifen. Das heißt, schön Sutsche um die Kurve rum. Und dann hier einfach ein bisschen dieses wunderbare Gefährt genießen. Ah ja. Schön.
Ach ja, ja, diesen ganz puren, echten Audi 5-Zylinder-Klang, der wirklich großartig ist, der so ein bisschen schmutzig ist. Man hört das jetzt ja unten rum, so ein bisschen und dann später so ein bisschen bissig wird, so ein bisschen der teutonische V8 quasi. Den hat man ja bei den Serien-Audis heute nicht mehr, weil die sind ja doch relativ zahm und auch der Autopartikelfilter richtet den Sound so ein bisschen hin, aber es ist eben immer so. Und man hört hier übrigens auch, wenn man jetzt gerade ausfährt, mal genau hier, man hört auch so ein bisschen das Mahlen des Getriebes, denn das ist eben gerade verzahnt und nicht wie in den meisten Fällen schräg verzahnt, was deutlich weniger Geräusche macht, sondern man hört hier wirklich, wie das Getriebe so ein bisschen mahlt, aber das ist auch okay. Hallo Blitzer? Ja? Das ist ja das Schöne. Ich meine, ich fahre hier nicht sonderlich schnell. Ich genieße dieses Auto hier, obwohl ich jetzt wirklich in einem relativ niedrigen Geschwindigkeitsbereich bin. Und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich wäre auf der Rennstrecke und ich könnte ihn fliegen lassen. Und dann ist es wirklich großartig. Und das Geile ist, auf der Rennstrecke musst du echt wissen, was du tust. Weil das Auto eben nicht wie die meisten modernen Autos so abgesichert ist. Ne? Zack, und da fährt dann noch ein Lamborghini an mir vorbei. Und ich wette, der Lamborghini-Fahrer hat sich nach diesem Auto umgedreht. Kleiner Fun-Fact am Rande, auch wenn der Lamborghini, vielleicht habt ihr ihn gerade noch so gesehen, wie er vorbeigehuscht ist, auch so eine Orange hatte. Diese Farbe hier ist auch fremdgegangen, denn es gibt bei Donkerwort keine Serienfarbe, sondern die holen sich einfach die Farben. Und die Farbe hier ist die, die Bentley verwendet. Ah, ist das schön. Ah, ja. So, aber ich muss mich jetzt von dem Auto etwas lösen, denn wir haben ja noch ein paar andere Autos, wo die Motoren fremd gehen. Und da müssen wir noch ein bisschen über die Motoren reden. Ford Focus RS. Und jetzt sehe ich natürlich ein paar Fragezeichen. Moment, das ist ein Ford, da ist ein Ford-Motor drin. Jein. Wir müssen ein bisschen in die Geschichte gucken. Und ich sag's mal ganz deutlich. Es ist wirklich wahr, dass einer der besten Ford-Motoren aus Schweden kommt, von Volvo. Und wie kommt jetzt ein Volvo-Motor in einen Ford hinein? Na, Volvo gehörte ja früher zu Ford. Also 1999 sind wir zur sogenannten Premier Automotive Group bei Ford dazugestoßen. Zusammen mit Jaguar Land Rover, die gehören ja heutzutage auch nicht mehr zu Ford. Und damit waren sie eben Bestandteil des Konzerns. Und Ford hat ungefähr zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen später, nach einem kräftigen Motor gesucht, einen besonderen Motor, der auch standfest ist, damit sie dort den 2005 auf den Markt kommenden Focus ST befeuern konnten. Und da hat man sich auch aus Kostengründen für einen Volvo 5-Zylinder entschieden, weil den gab es ja schon. Im C30, S40, C70 war der 5-Zylinder schon drin. Volvo hatte Erfahrung mit quer eingebauten Motoren, mit relativ viel Zylindern, bis zu 6 Zylindern haben die ja quer eingebaut. Und da war der Motor halt die Wahl von Volvo. Okay, da hat man 2005 damit angefangen, ST, 225 PS, hat festgestellt, wow, das klingt aber richtig gut. Ja, das ist ein wirklich großartig klingendes Aggregat und nur so ganz am Rande finde ich es mega schade, dass Volvo heutzutage nur noch maximal 4-Zylinder einsetzt und auf so ein kultiges Aggregat verzichtet und nicht wie Audi sagt, das halten wir bis heute durch. Gut, schieben wir weg, ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Aber der Motor blieb ja nicht nur im Focus ST, sondern vor allem hier im RS hat er absoluten Kultstatus erlangt. Und deshalb machen wir mal die Motorhaube auf und gucken uns das schöne Ding mal an. Das ist übrigens gar nicht mal so trivial. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe heute Morgen auch erstmal geguckt, wie denn die Motorhaube nochmal aufgibt. Ich wusste es auch nicht mehr, weil man sucht natürlich immer im Innenraum und da stellt man fest, ey, da ist nichts. Nee, das wird hier an der Fortpflaume gemacht. Na, hier rüber. So, und dann muss man hier das Ding aus dem Schlüssel rausfummeln und jetzt muss man einmal nach links und nach rechts drehen und dann kann man das Ganze öffnen. So, da liegt das schöne Motörchen, 5-Zylinder, schön quer eingebaut und wir können uns den mal im Detail angucken. Es ist ein 2,5 Liter Motor, exakt 2521 Kubikzentimeter. Er ist turbo aufgeladen, der Turbo sitzt da hinten drin, sonst würde ich aus diesem Motor auch nicht so viel Leistung rausholen. Man sieht ja auch die verschlungenen Luftwege, wie es durch den Lader durchgeht und dann wieder in den Motor hinein. Und der Motor ist relativ niedrig verdichtet. 8,5:1. Grundsätzlich sind Turbomotoren ja relativ niedrig verdichtet. Turbodiesel lassen wir mal außen vor, wir reden über Benzinmotoren. Wieso? Wenn ich den Motor auflade und ich habe auch noch eine hohe Verdichtung, dann fängt der Motor an, relativ stark
zu klopfen, das heißt eine unkontrollierte Selbstentzündung zu entwickeln. Und das wiederum schädigt den Motor und deswegen fährt man da keine so hohen Verdichtungswerte. Aber 8,5 ist schon relativ niedrig. Es gibt viele moderne Turbomotoren, BMW 9,5 oder auch 10:1, die dann eine etwas höhere Verdichtung fahren und damit auch mehr Wirkungsgrad rausholen. Und das bringt einen zu dem Punkt, dass dieser Motor hier vor allem erstmal auf Leistungsentwicklung und Standfestigkeit getrimmt ist und nicht auf das allerletzte Quäntchen Wirkungsgrad. Wohl auch ein Grund, wieso es diesen Motor heutzutage nicht mehr im Programm gibt. Okay, der Motor hat in der Basis 305 PS beim Focus RS, aber hier haben wir es ja nicht mit der Basis zu tun. Das ist ja die RS500 Variante, eine limitierte Variante, die am Schluss des Focus RS kam. 500 Stück limitiert, deswegen 500, steht nicht für 500 PS, sondern dieser Motor hier hat 350 PS. Aber wie holt man da jetzt nochmal 350 PS raus? Na, man muss mehr Sauerstoff in den Motor reinkriegen. Das ist immer die gleiche Geschichte. Mehr Sauerstoff beim Benzinmotor, damit ich mehr Sprit verbrennen kann und mehr Leistung entwickeln kann. Und da reden wir hier vor allem über eine optimierte Ladeluftkühlung, die wir nicht so richtig sehen können. Wieso eigentlich optimierte Ladeluftkühlung? Naja, weil die Ladeluft, Luft kommt ja hier rein, geht hier durch den Luftfilter, hier nach hinten zum Turbolader und die wird dann im Turbolader ja erhitzt. Weil der Turbolader wird ja angetrieben vom Abgas und das Abgas ist heiß. Und dann wird auch die Ladeluft erhitzt. Und eine heiße Ladeluft kann eben nicht so viel Sauerstoff aufnehmen wie eine kühlere Ladeluft. Und deswegen jage ich das Ganze nochmal durch einen Ladeluftkühler hindurch, bevor es dann zack, hier wieder in den Motor reingeht. Sieht man hier schön, wie es hier wieder reingeht. Und das ist natürlich schon krass, wie verschlungen hier die ganze Luftführung ist. Aber egal wie, es kommen 350 PS raus. Und 350 PS... mit denen der Motor, Quatsch, das Auto umgehen kann. Denn lange, bevor der Focus RS auf den Markt kam, hat man gesagt, naja, mehr als 250 PS kannst du auf dem Fronttriebler nicht loslassen. Das geht nicht, das schafft er traktionsmäßig nicht. Und wenn ich um die Kurve fahre und ein bisschen auf dem Gas stehe, dann fährt er immer nur geradeaus. Und da hat Ford eben sehr stark an der Vorderradaufhängung gearbeitet, um eben eine Konstruktion zu haben, die auf der einen Seite nicht nur geradeaus fährt, trotz so viel Leistung, und auf der anderen Seite auch die Traktion entwickelt, um diese Kraft auf die Straße zu bringen. Und so beschleunigt dieser Focus RS 500 wirklich unter 6 Sekunden von 0 auf 100. Das ist jetzt nicht Wahnsinn auf die Leistung bezogen, sondern einfach Wahnsinn, weil es ist ein frontgetriebenes Auto. Kein Allradler, kein Hinterradler, da ist das richtig schwierig. Okay, lange drüber gequatscht, Motorhaube zu. Ich will ihn unbedingt fahren, weil so oft ist mir das auch nicht vergönnt. Ford Focus RS 500. Ist auch ein Auto, das ich mir in meiner Garage vorstellen könnte. Das muss eigentlich nicht zwangsläufig immer ein frontgetriebenes Auto sein, aber das ist natürlich ein ganz besonderer Fronttriebler. Wobei er jetzt noch ziemlich brav klingt. Man hat nur so ganz klein bisschen dieses, dieses fast schon V8-mäßige, unruhige des Fünfzylinders. Ja, das ist kein V8-Klang, das habe ich nicht gesagt, aber so ein bisschen unruhig läuft er immer so ein bisschen wie so ein nervöser Renngaul. Ah ja, ich darf raus. So, und ab geht's. Ah, da hört man ihn schon. Da ist er da. Ja, das wollen wir doch hören. Das ist genau der 5-Zylinder-Sound, den wir brauchen. Ach ja, das ist der Grund. Dieses Auto ist ja so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde war es, gell? Ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde war es. Ich musste kurz nachdenken. Und zwar, er kann sehr, sehr brav wirken, wie ein ganz normaler Focus, wenn man jetzt hier einfach so ein bisschen durch die Stadt rollt. Aber wenn man ihn fordert, dann wird er echt zum Biest. Dann zieht er plötzlich die Maske runter und zeigt doch, was er kann. 350 PS auf der Vorderachse und halt ein bisschen Sound. Hören Sie das ganz kurz nochmal. Also es reicht nicht, dass man ihn hier einfach so ein bisschen im Standgas hochjubelt, sondern man muss ihn auch ein bisschen unter Last setzen. Dann kommt dieses Gurgeln, dieses Feine des Fünfzylinders. Ah, das
Ja, der Motor hat es leider nicht mehr in die Zukunft geschafft. Ist halt immer ein bisschen schwierig bei so Kleinserienmotoren, die auch effizienzmäßig und emissionsmäßig weiterhin fit zu halten. Und dann haben halt sowohl Ford wie Volvo gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Man hisst vorne auch noch so ein bisschen der Turbolader. Auch hier gilt wieder, du musst überhaupt nicht schnell fahren. Ja? Du spürst auch so schon, dass hier einfach Leben, dass hier Emotionen in der Bude ist. Das mag ich wirklich sehr. Mag ich sehr. Ist echt cool. Könnt ihr mal einen so kleinen Vergleich anstellen zu dem Fünfzylinder, wie er jetzt zum Beispiel im Donkerwort klingt. Der klingt ja viel, viel rauer, viel, viel mächtiger, aber das ist auch ein anderer Motor. Der ist erstmal noch mal wilder getrimmt, auch vom Auspufftrakt her. Hier, der will so einen Spagat zwischen zivilisiert und dann doch wild schlagen. Und du musst ihn dann halt schon fordern, damit er so ein bisschen wilder wird. Boah, wumm, hörst du vorne das Wastegate. Wumm, geil! Das ist gut. So muss das sein. Das ist echt schön. Das ist ein Auto, das wirklich Laune macht zu fahren. Vor allem, wenn du jetzt nicht hier so in der Stadt bei 50 km/h rumeiern musst, sondern du fährst auf eine schöne, kurvige Bergstraße, genießt, dass er nicht so ausladende Dimensionen hat und feuerst da entlang und hast immer wieder diesen Wechsel zwischen diesem knurrigen, röchelnden Sound des Fünfzylinders. Dann kommt der Turbolader hinzu, dann kommt das Wastegate hinzu und das alles zusammen ist einfach so ein Klangbild, das echt geil ist. Und man muss immer dran denken, dieses Klangbild ist von einem Volvo. Finde ich erstaunlich, oder? Weil wenn wir jetzt über wilde Autos reden, über wirklich wilde Autos und über wirklich wilde Motoren, kommt einem dann als erstes Volvo in den Sinn? Nein. Tun wir ihnen damit Unrecht? Ja. Lancia Thema 8.32. Das ist definitiv mal zum einen ein seltenes Auto und zum anderen ein ganz besonderes Auto. Auch eins, das ich noch aus meiner Kindheit kenne. Da habe ich noch mit Playmobil gespielt und habe trotzdem mir ein Plakat dieses Autos in mein Kinderzimmer gehängt. Weil ich zum einen Ferrari, das kann ich ehrlich zugeben, damals ziemlich geil fand. Einfach Wahnsinns Autos. Ich hatte ganz viele Ferrari-Modelle von Burago. Und zum anderen ist Lancia einfach eine Firma mit einer tollen Historie und ich finde das Auto hübsch. Na, ist schade, was aus Lancia geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Darüber wollen wir heute nicht reden, sondern speziell über dieses Auto und ganz speziell über diesen Motor hier. Den Lancia bei Ferrari Motor. Denn es ist wirklich ein Motor aus einem Ferrari-Modell. Exakt genau, Ferrari 308 Quattro Valvole, der hier in das Auto reingekommen ist. Ja, da gibt es jetzt auch noch Zwischenbezeichnungen, GTB und ähnliches. Es ist aber vor allem ein 308 Quattro Valvole Motor, der hier reingekommen ist. Aber ist das hundertprozentig der gleiche Motor? Und wenn er hundertprozentig ist, wieso heißt er dann nicht Ferrari? Na, erstmal die erste Frage. Er darf deshalb nicht Ferrari heißen, weil der Kommentatore Enzo Ferrari gesagt hat, ja, Lancia, ihr könnt von mir diesen Motor haben, aber ihr dürft das Auto nicht Ferrari nennen. Ferrari heißt eben nur ein Ferrari. Also dürft ihr draufschreiben, bei Ferrari. Und auch draußen dürfte nicht draufstehen, dass das ein Ferrari ist. Das ist zwar eine Familie, aber trotzdem wollte Ferrari das nicht. Und hier sieht man aber zumindest an der Typografie 832 und an den Farben, ja, da steckt was von Ferrari drin. Das ist für mich aber das ganz Besondere an dem Auto, dass so viel Understatement drin steckt. Also das ist jetzt ein 100%iger Ferrari-Motor, ist einfach genommen worden und hier reingepackt worden. Ja, da werden die Ersten natürlich sagen, nee, man sieht es doch schon daran, dass der Motor hier quer eingebaut ist. Im Ferrari sitzen die doch hinten als Mittelmotor schön längs. Nee. In den 308 saß der auch quer. Ja, das vergisst man manchmal, dass damals wirklich bei diesen Mittelmotoren die Motoren auch quer eingebaut wurden. Also ist auch hier der Motor quer, nur dass er halt hier die Vorderräder antreibt und nicht wie bei Ferrari logischerweise die Hinterräder. Und dann ist konstruktiv auch noch ein bisschen was passiert. Dieser Motor hier hat 2,9 Liter Hubraum, 2927 Kubikzentimeter, um genau zu sein. Ist exakt genauso viel wie beim Ferrari Ursprungsmotor, aber bei der Leistung fehlt ein bisschen was. Der hier entwickelt 215 PS, der Original-Ferrari-Motor 240 PS. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn da passiert? Da ist technisch ein bisschen was passiert. Und zwar ganz tief unten im Motor. Hier sieht man ja, wie der V8 hier drin kauert. Das hier oben ist die Ansaugluft. Und
Unten habe ich ja meine Kurbelwelle. Und ich habe bei einem V8, ich habe es ja beim V8-Video schon mal ausführlich erklärt, den großen Unterschied zwischen einer Flat-Plane-Kurbelwelle, also wo die Hubzapfen im 180-Grad-Winkel auf einer flachen Ebene zueinander liegen, oder eben einer Cross-Plane-Kurbelwelle, wo die im 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Bei einer Flat-Plane-Kurbelwelle, wie ich sie zum Beispiel beim Ferrari 308 habe oder bei den nachfolgenden Ferrari-Modellen, auch die aktuellen 8-Zylinder, habe ich es mit einer Kurbelwelle zu tun, die nicht mit Ausgleichsgewichten an den Enden der Kurbelwelle arbeitet, dadurch ein bisschen leichter ist, ein bisschen deutlich williger hochdreht und eben Hochdrehzahlen noch mal besser verkraftet. Und genau das macht der Ferrari-Motor auch. Der hat bei 7000 Umdrehungen 240 PS. Das hier ist eine Crossplane-Kurbelwelle. Die muss man ein bisschen auswuchten, ja, weil die so Massenmomente macht. Und diese Auswuchtgewichte, die sorgen eben dafür, dass sie nicht ganz so leicht für sich hochdreht. Der ganze Motor ist dann nicht ganz so leichtfüßig beim Hochdrehen, liegt aber insgesamt ruhiger. Das war ja auch die Idee dahinter, wieso damals die Amerikaner mit der Crossplane-Kurbelwelle bei einem V8 angefangen haben. Aber, und das ist das Schöne, er müsste etwas blubbern. Denn, und jetzt komm mal ganz nah ran. So. Hier ist die Zündreihenfolge der Zylinder. Und das Schöne ist, dass Ferrari hier auch noch draufschreibt, welcher Zylinder wie nummeriert ist. 5, 6, 7, 8, damit der Herr Bloch sich nicht verzählen kann, wie er es ja schon mal gemacht hat. So, und jetzt ist ja das Entscheidende bei diesem V8-Motor mit der Crossplane-Kurbelwelle, dass eben nicht im gleichmäßigen Takt von der einen auf die andere Zylinderbank gewechselt wird, sondern das läuft hier, man kann es auch genau sehen, ja, 1, 4, 2, und auch auf der Seite hier habe ich einmal 6,5. Und das macht ja dieses Blubbern aus. Habe ich ja schon mal erklärt. Das heißt, dieser Motor müsste theoretisch so ein ganz klein bisschen blubbern, aber er müsste auch etwas anders klingen, weil er natürlich deutlich weniger Hubraum hat als ein klassischer Ami V8. Deswegen hören wir uns das auch gleich nochmal an, was da passiert. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Wenn man jetzt rein nur zurückrechnet, Drehzahl, Leistung, Vergleich Ferrari und der Landschermotor hier, dann wird man feststellen, na, nur über die Drehzahl kann die Leistungssteigerung, oder der Leistungsunterschied besser gesagt, nicht passiert sein. Drehmoment muss der nächste Punkt sein. Da hat aber witzigerweise der Motor hier nominell ein höheres Maximaldrehmoment. Sei es wie es sein soll, da müssten wir uns die Original-Drehmoment-Leistungskurven angucken. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir uns den Motor einfach mal anhören. Oder? Dass wir den einfach mal genießen und mal gucken, ob er vielleicht ein bisschen blubbert und ob er vielleicht auch ein typisches Ferrari-Flair hat. Das wäre ja genial. Deswegen setze ich mich mal rein und wir hören uns das einfach mal an. Ah, startet sofort und fein. Da vorne hört man schon so ein bisschen. Und jetzt gehen wir hinten an den Auspuff. Ja, hier. Dann gehen wir ganz nah dran. Ja. So ein bisschen wie ein Ami V8. Ich sage so ein bisschen, denn man darf ja nicht vergessen, dass ein klassischer Ami V8 natürlich deutlich mehr Hubraum hat und damit natürlich noch ein bisschen voluminöser, noch ein bisschen kräftiger blubbert und auch zum Teil eine angepasste Zündfolge. Und dann macht das halt schon was aus. Aber so, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Wir hören mal kurz. Und das ist jetzt der Punkt. Achtung nochmal. Ja. So, und dieses giftige, das ist schon wieder eher Ferrari. Auch wenn da jetzt keine Flatplane-Kurbelwelle drin ist, ist das schon eher wieder Ferrari. Wenn er so zubeißt und unten klingt er so ein bisschen wie ein Ami. Für mich ist das einfach Wahnsinn, welche Tonarten dieser Motor beherrscht, wo der spielt. Und das macht einfach ganz, ganz besonderen Motor aus. Gibt es irgendeinen Nachteil an dem Motor? Ja, die Kosten. Denn auch wenn hier nicht richtig Groß-Ferrari draufsteht, sondern nur Lancia bei Ferrari, sind die Kosten trotzdem wie bei Ferrari. Und jetzt kurz festhalten, ein Zahnriemenwechsel bei diesem Motor hier kostet aktuell 5000 Euro. 5000 Euro legt man dafür hin, um nur den Zahnriemen hier zu wechseln. Und man darf heilfroh sein, wenn nicht noch mehr am Motor kaputt geht. Aber
manchmal muss man für die guten Dinge im Leben eben auch ein bisschen was bezahlen. So, jetzt habe ich die ganze Zeit über diesen wundervollen Motor geredet und habe gar nicht exakt erklärt, wieso der 832 heißt. 8 ist klar, es sind 8 Zylinder. 32 steht aber nicht für den Hubraum, sondern steht für die Ventile. Der kommt ja ursprünglich aus dem Quattro Valvole Motor, also 4 Ventile mit 8 Zylindern, 8 mal 4, 32. Citroën SM. Ich habe die Motorhaube nochmal zugelassen, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn es ein Auto gibt, das der Prototyp eines Kultautos ist, eines extravaganten Autos, dann ist es Citroën SM. Man guckt sich die Linie einfach nochmal an, wie hier hinten die Radhäuser zum größten Teil verschlossen sind. Das Auto lässt einen emotional nicht alleine, entweder man liebt oder man hasst ihn, aber emotional packt er einen immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja, und in diesem Auto steckt eben ein SM Maserati Motor drin. Früher stand hier hinten, also bei der ersten Vorstellung, Citroën S Maserati. Dann stand da nur noch SM. Es gibt so ein bisschen eine Diskussion darüber, was dieses S jetzt bedeutet, ob es jetzt Serie Maserati ist, mein Französisch ist übrigens grauenhaft, oder ob es einfach für S wie Sport steht oder wie manche Fans dann sagen, Sa Majesté, wie gesagt, mein Französisch ist grauenhaft. Oder wie manche, die mit dem Motor leidvolle Erfahrungen gemacht haben, auch einfach SM wie Sadomaso. Aber das ist jetzt zu gemein, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ich mache jetzt mal den Motorraum auf. Wenn ich es finde, da, ja. Also nicht nur der Öffnungsmechanismus hier ist sehr extravagant, weil das hier eigentlich ganz clever gemacht ist. Ja, passt gut. Sondern auch der Blick in diesen Motorraum, der zeigt, hier ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Also das ist kein Motorraum, den man jemals in einem anderen Auto so gesehen hat. Und ich finde das beeindruckend, wie Citroën wirklich alles umgedreht, alles anders gedacht hat, was es normalerweise im Automobilbau gibt. Vor allem, wo ist der Motor? Wo sitzt er denn? Ja, der kauert ganz da hinten drin. Ja, das ist ein richtiger Frontmittelmotor, was man auch sieht. Hier ist die Vorderachse. Der Motor sitzt hinter der Vorderachse, also quasi Frontmittelmotor, wobei das nicht ganz so stimmt. Kommen wir gleich noch dazu. Und dieser Motor ist eben eine Besonderheit, denn Citroën wollte Ende der 60er Jahre ja ein besonders schnelles Auto bauen, frontgetriebenes Auto mit mindestens 180 km/h Topspeed. Und man hatte auch schon V6 Motoren getestet, man hatte V8 Motoren getestet, aber wieso nimmt man denn unbedingt einen Maserati Motor? Ja, weil Citroën zu dieser Zeit eben zu 60% an Maserati beteiligt war, also war das quasi eine Familie. Und es war kostengünstiger, von Maserati einen Motor zu nehmen, als selbst nochmal einen neuen Motor zu entwickeln. Und dann hat man den damaligen Maserati-Motorkonstrukteur Giulio Alfieri, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, damit beauftragt, ja, einen Motor zu bauen, der sowohl später in Maseratis drin war, wie auch in diesem Auto. Und dieser Motor musste, weil das ja hier relativ flach ist, auch relativ flach bauen. Das ist ein V6-Motor, der hier drin sitzt, mit 2,7 Liter Hubraum. Und der sollte halt nicht so steil stehen, sondern so relativ flach bauen. Und da kommt jetzt genau der Punkt. Dieser V6 hier hat einen Bankwinkel von 90 Grad. Und jetzt zucken natürlich Motorexperten und sagen, ja Moment, ein V6-Motor, da wäre doch sowas wie zum Beispiel 60 Grad viel besser, würde doch viel besser passen, auch schwingungstechnisch. Ja, schon, aber der hätte halt steiler gebaut. Und sie wollten halt einen flachen Motor haben und da hat man 90 Grad genommen. Es gab ja schon den Fall, dass man V8 Motoren hatte und der Einfachheit halber hat man vorne zwei Zylinder abgeschnitten und hat dann einfach die 90 Grad Bankwinkel gelassen. Was ist der Nachteil, wenn ich so einen Bankwinkel habe, der nicht richtig zu der Motorform passt? Naja, das Problem ist, dass er dann rauer läuft, weil er einfach schwingungstechnisch nicht optimal läuft. Das können wir uns nochmal anhören. Das ist auch zum Teil ein rauer Geselle, aber das macht ja auf der anderen Seite auch Charakter aus. Wie viel Leistung hat er entwickelt aus seinem 2,7 Liter Hubraum? Ja, es gab verschiedene Leistungsstufen. Ja, hier an dem klebt zum Beispiel das Zeichen von dem Händler hier aus der Klassik-Remise mit 150 PS. Es gab ihn mit 170 PS, es gab ihn mit 180 PS. Egal wie, in der schnellsten Stufe ist er 220 km/h und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr gelaufen. Damit war er zur damaligen Zeit der schnellste Fronttriebler auf der Straße. Heute lacht man drüber, aber damals war das halt 220. Das war eine echte Nummer. Okay, aber der Motor hat einen schlechten Ruf. Also der gilt wirklich als ein Motor, der sehr anfällig ist und kaputt geht und teuer ist deshalb. Und diesen Ruf muss man ein bisschen revidieren.
Da muss man jetzt aufpassen, muss man ein bisschen differenzieren. Auch die SM-Fahrer sind da sehr eigen. Denn auf der einen Seite ist er konstruktiv nicht ganz optimal, ich sag's mal so. Denn speziell die Steuerketten, die haben sich schon mal gelenkt und im schlimmsten Fall sind sie gerissen. Und wenn eine Steuerkette reißt und Kolben und Ventil nicht mehr im Gleichtakt arbeiten, dann kriege ich halt einen Motorschaden. Das ist nicht gut. Definitiv, ja. Und es wurde auch dazu geraten, dem Motor vielleicht auch noch ein zusätzliches Ölthermostat zu gönnen. Aber es war natürlich auch ein Motor, der zu einer Zeit kam, als die Citroën-Werkstätten auf sowas gar nicht eingerichtet waren. Das war für die komplett neu, so ein ja, relativ starkes, so konstruiertes Aggregat. Und sicherlich ist da nicht alles optimal gelaufen. Die SM-Fahrer schweren Stein und Bein, dass wenn man den Motor richtig gut behandelt und schön wartet und pflegt, dass er dann auch hält. Ich glaub's Ihnen einfach mal. Sagen wir es mal so. Okay, was haben wir zu dem Auto noch zu erzählen? Das gibt ja noch ein paar Besonderheiten. Es gibt ja auch einen ganz einfachen Grund, wieso der Motor hier so hinten drin kauern musste. Denn der ganze Motorraum ist ja gefüllt mit anderem Zeugs. Nehmen wir zum Beispiel das Getriebe. Das sitzt ja nicht wie üblicherweise heute, wenn hier der Motor sitzt, dahinter, sondern das Getriebe sitzt davor. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Oder nehmen wir mal die ganzen Hydraulikeinheiten hier. Ja, das Auto hat ja eine hydropneumatische Federung und noch andere hydraulische Spielereien. Die mussten ja alle in dem Motorraum untergebracht werden. Man sieht ja, das ist für einen damaligen Motor, Motorraum ist der ziemlich gefüllt. Normalerweise konntest du da ja Fußball drin spielen und hier ist eine Menge Zeugs drin. Und da sind auch konstruktive Eigenheiten. Wir gucken uns das mal hier an. Die Scheibenbremsen zum Beispiel. Die sitzen nicht an den Rädern. Nö, die sitzen hier links und rechts vom Vorderachsdifferential. Ist halt Citroën. Oder wenn ich mir hier die Ansaugung anschaue, hier der Luftfilter, wie das hier im Motorraum drin liegt, dann ist das alles schon anders geregelt. Und ich wollte mich ja in dieser Folge hauptsächlich auf die Motoren beschränken. Aber eine Sache muss ich noch erzählen, das ist die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung hier drin. Die Ravi, wie auch immer ist auf Französisch die Abkürzung ausgesprochen wird, die war ein großer Diskussionspunkt bei vielen, vielen Tests dieses Autos. Also es gab den Moment, wo Tester gesagt haben, ja, auf Langstrecke ist es einfacher, weil das Auto einem beim Lenken hilft. Und auf anderen Strecken haben die Tester ziemlich geflucht, wenn die geschwindigkeitsabhängige Stereolenkung, was erzähle ich für ein Zeug? Stereosystem, weiß ich gar nicht, was drin ist. Also Servolenkung da reingefummt hat. Ja, also das Auto war grundsätzlich immer sehr diskutiert, aber eben auch in seinen Eigenarten besonders. Und ich kann nicht alles erzählen, was da drin ist. Das geht einfach nicht. Das merke ich gerade, weil so viel Zeit haben wir nicht. Und deswegen machen wir jetzt eine wichtige Sache. Wir schmeißen ihn mal an und wir hören ihn uns vor allem mal an, ob er wirklich so rau klingt, wie sein Ruf ist. So, jetzt Daumen drücken, denn der Motor ist ewig nicht mehr gelaufen. Es kann gut sein, dass er jetzt nicht anspringt. Wäre schade, wir probieren es einfach mal. Ja, komm. Komm. Warte mal, wir geben ihm noch einen Versuch. Ist ein bisschen spannend. Nochmal einen, komm. Komm, ich mag dich, Motor. Scheiße, noch einen, komm. Wir machen noch einen. Das lasse ich jetzt so nicht stehen. Er kommt. Er mag mich, ich weiß es. Jawohl, da ist er! Chaka! Was ein Kampf! Da ist er! Ja, komm! Ja, da ist er! Nicht zu viel Drehzahl, er ist noch kalt, aber so ein bisschen braucht er jetzt, damit er am Leben bleibt. Ah, komm! Ja, der ist halt ewig nicht mehr gelaufen. Und jetzt merkt man natürlich auch, wenn er dann im Stand jetzt so läuft, dann gibt schon Vibrationen. Also ist schon ein bisschen rauer, aber jetzt mal hier einfach mal zuhören, wie der Gas annimmt, wie der geht. Da. Ja, die Hydropneumatik spielt auch noch mit. Sorry, ich bin gerade ein bisschen happy, dass er angesprungen ist. Ich hatte echt Angst, dass er nicht anspringt, aber so, jetzt gehen wir mal nach vorne. Lauf.
bitte lauf. Wisst ihr, wann er angefangen hat zu laufen? Als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn mag. Das ist so ein typischer Franzose. Aber da musste er erst ein bisschen mit Empathie kommen. So. Ja, bewegen musst du dich jetzt nicht. Haben wir aber ein bisschen zu. Ach, läuft doch ganz ruhig, oder? Man kann ja sowieso auch schwingungstechnisch damit Ausgleichswellen was machen, aber ich finde, ach, komm, alles wunderbar. Ja, er macht halt Geräusche, weil es ist ja ein Haufen Nebenaggregate hier drin, aber geil. Komm, wir gehen mal ganz kurz Gas. Haha, ist das geil. Oh, zack. Hier, Annahme, das ist das Entscheidende. Das ist das, was viele moderne Motoren nicht mehr können, weil da vorher noch eine Elektronik ist, die entscheidet, ob jetzt gerade opportun ist, Gas zu geben oder nicht. Und damals gehst du aufs Gas hier. Hey, ärger mich nicht. Geil. So. Ah. Made my day. Definitiv. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen in einer euphorischen Phase und immer dann, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja, das war das Video zu den Autos mit den Motoren, die fremdgehen oder die von fremden Herstellern kommen. Mich hat es jetzt gerade emotional ein bisschen gepackt und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann wisst ihr ja, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, was ihr tun müsst. Abonniert den Kanal und guckt die anderen schönen Videos. Und ich muss jetzt erstmal durchschnaufen. Geil.